Die Hip-Hop Open feiert ihr Comeback bei strömendem Regen. Zuletzt fand die Veranstaltung 2015 statt. Wie groß die Freude auf das Comeback trotz des Regens ist, das haben wir bei den Fans nachgefragt. Wir lassen uns von dem Regen nicht aufhalten. Die Stimmung ist gut, die Leute machen mit, die Moshpits sind super. Ja. Wir haben noch Regenjacken an. Wetterbericht angucken und eine Regenjacke mitnehmen. Die Stimmung ist sehr gut. Ich habe zwar all meine Freunde verloren, aber ich hoffe, dass ich sie noch wiederfinde. Und wenn ich ehrlich bin, der Regen hat schon ziemlich reingehauen. Es wäre schon schöner, wenn das Wetter schön wäre, aber man versucht trotzdem das Beste draus zu machen, auch wenn man nirgends reinkommt. Wie meinst du, dass man nirgends reinkommt? Überall sind die Stages schon voll, obwohl überall noch Platz ist und man kann eigentlich fast nirgends noch rein, auch wenn man einen Act überspringt und schon zum nächsten geht. Man kann eigentlich nirgends rein und es ist eigentlich ziemlich doof. Und aber auf was freut ihr euch heute so am meisten oder morgen, je nachdem, wie lange ihr da seid? Also ich bin ganz ehrlich, auf den Rapper, der gerade da ist, JLD. Aber er tritt auf und wir sind nicht da. Ja, ich auch, auf JLD eigentlich und da konnten wir nicht mehr rein, obwohl wir über eine halbe Stunde anstanden. Ja, also ziemlich doof. Ich wohne eigentlich im Ausland. Ich bin heute seit einem halben Jahr zum ersten Mal wieder in Deutschland und ich bin mit all meinen Freunden hier und ich freue mich, vor alle wieder zu sehen. Und die Stimmung mit den richtigen Leuten ist die Stimmung immer gut, trotz jedem Wetter. Was freut ihr euch am meisten, die zwei Tage hier? Auf die Stimmung untereinander. Abzappeln. Nee, bitte abzappeln. Abzappeln. Den Arsch wackeln lassen. Am Samstag treten unter anderem Juju, Sido und KIZ auf. Die Hoffnung bleibt, dass das Wetter bis dahin ein bisschen besser ist.